Und damit auch nochmal Hallo an YouTube. Okay, Leute, große Pläne heute auf jeden Fall. Als erstes aber nochmal. Shit, jetzt habe ich TS nicht an. Jetzt sehe ich ja gar nicht die Liste. Moment. Ich bin da. So hätten wir's. Jetzt bin ich rausgetappt. Jetzt wartet ich mal. Ich bin nicht da. Jetzt bin ich rausgetappt. Sekunde. Timmy hat mich gemobbt. Hey, sie dir. Hallo. So, SSD ist da auf jeden Fall. So, also nochmal Hallo an YouTube. Große Pläne heute auf jeden Fall. Und wir haben heute unfassbar viele Leute, die am Start sind. Und auch ein paar, die lange nicht mehr da waren, wo sich vielleicht der eine andere drüber freut. Mach mal dann als letztes. Erstmal Kay. Hallo. Moin. Dann der Mo. Hallo. Dann der David. Hallo. Dann der Ruby. Hola. Dann der Tim. Hallo. Dann der Neon. Hallo. Der Kacknoob. Und. Yikes. Und der Bugs ist auch da. Hallo! Freue ich mich drüber. Bugs ist da, jo Mann. Ich habe Kirani hat ihm heute schon verkündet, dass ein Level 5 Bugs in der Base liegt. Toter, dann wohl weblos. Oh nein. Also doch tot, oder was? Naja, angeblich tot. Nee, du schläfst. Alles gut, Bugs. Du hast sogar schon Flak an, ey. Hauptsache Level 5 und Flak an. Das stimmt gar nicht. Ich hab mir hier Pappzeug gecraftet. Ich hab dich gekleidet, Bugs. Oh. Ich hab schon wieder gedacht, Timmy hat an mir rumgefuhrwerkt, ey. So, und dafür müssen wir ja beide irgendwann nochmal umziehen und so. Also ich werde wahrscheinlich schon versuchen, dann noch die Treppe fertig zu machen, die ich angefangen habe. Als erstes würde ich aber gerne jetzt mal ein Magma ausbrüten. Ich gucke mal, ob mein Ei noch da ist. Und wenn ja, müsste ich eben mal schnell Stuff besorgen dafür, dass wir den großziehen können, weil ich will selbstständig wissen, wo ich das finde. Mhm. Guck mal ganz schnell, ob das Ei da ist. Ist eigentlich der Rammer schon da? Weiß ich nicht. Der auch noch sein Baby da macht. Also hier ist ein 162er, das ist das, was ich mit Neon geholt habe. Dann würde ich mir das dann einfach schnappen und schnapulieren, ausbrüten. Okay, und ihr meint, das ist super easy, oder was? Das Zeug zu besorgen? Ja, auf jeden Fall. Krass, ich habe ganz mein Tagebuch dabei. Dass ich das noch nicht verloren habe bisher. Hallo liebes Tagebuch, habe eine halbe Treppe gebaut, hat mega Spaß gemacht. Morgen geht es weiter, kann es kaum erwarten, ist der letzte Eintrag. Okay. Bist du das, Idee? Ich bin bei dir. Ich droppe dir mal. Weil ich habe hier sonst Cryo Sickness. Ja. Ne? Deswegen gebe ich dir die jetzt. Jetzt gehst du mit dem Mammut, Alter. Mammut? Dankeschön. Nice. Okay, Tim, brauchst nicht mehr kommen mit dem Terry. Jemand aus einem anderen Tribe hat mir jetzt was gegeben zum Holz. Na gut. Oh Mann. Was ist denn da los? Dann kam das mit dem Genesis-Patch. Oder, ja, irgendwie so. Cool. Gut. Davor war es auf jeden Fall anders. Also, ihr könnt zwei Eier machen, Leute. Also, eine ist für Rama. Rama kriegt Spinny, würde ich mal sagen, weil Spinny ist besser. Und jemand darf aber mit Brutmutti gerne noch machen, wenn er Lust hat. Süden, Beam? Ich mache jetzt Südenmond. Scheiße? Das ist überall das Zeug. Also, es ist egal, wer importest. Norden ist ein bisschen sicherer, finde ich. Ich mache Norden. Finde ich auch, ja. Hui. Ah, es ist Tag. Da, der hier. Boah, der hat ja einen Kupferkopf. Ja, dann sterbe ich jetzt, oder? Nee, du musst einfach in Schatten laufen. Ja, lauf einfach in Schatten. Hast du Schatten an? Ja. Ach geil, das Schatten bringt wirklich mal was? Hm. Oh, sieht das fett hier aus, Alter. Ah, shit, wenn ich springe, ist Sonne. Runter. Ah, die Steine hier, hä? Echt, die sind das schon? Das wäre super easy. Alles, wo grün dran ist. Ja, ist aber ziemlich schwer, das Zeug. Also, eins wiegt fünf. Naja, ich habe jetzt 600, Alter. Du darfst Bescheid wissen. Ah, shit, in den Schuhe, genau. Oh, schon wieder ein Heuschreckenschwarm hier. Es geht nur Steine raus. Ja, einfach durchlaufen mit dem Drill und alles abbauen, dann hast du irgendwann so 20 Stück oder so. Guck ich schon mal. Ah, ich habe einen Amber Chris bekommen, ist das? Mhm. Ja. Weißt du. Stufe 6, glaube ich. Nice. Uff,
kommen die denn plötzlich her? Die wurden gar nicht angezeigt. Alles klar, und die spawnen in 20 Minuten, kann man nicht stacken. Uff. So gut, das passt. Hallo. Teleport. Borg, NW. Dann werde ich das mal versuchen, weil ich muss da hin und eine Krabbe will ich zählen. So, ich würde jetzt schon mal mein Magma-Ei wohin legen. Das hier ist es. Nicht in die Leiste. wo brüllt denn ihr die aus? Habe ich einen Spot? Oben. Auf dem Dach? Okay. So. Bei den Fackeln, oder wie? Mhm. Erstmal anmachen. Ehrlich? Ja. Ah? Ich dachte, die Fackeln gehen so. Gehen an, wenn du sie rausschmeißt. Naja, mit Druckplatte und so. Warum habt ihr das denn nicht? Kann man die nicht pinnen? Ah, schade. Das wäre cool, hä? Wenn man alle pinnen könnte und dann daneben eine Druckplatte und alle gehen an. Das wäre mal nützlich. Und dann läuft einer aus Versehen drüber, alle gehen aus. Eisbold. Naja, fällt dir überhaupt nicht auf, wenn die ausgehen. Nee. Auch Major Berries. Wo ich kaufe einfach. Ich hätte dich ja gerne zwischen. Oder kann man das einfach daneben machen? Okay, 59 Minuten, stellen wir mal weg. Dann wollt ihr jetzt umziehen. Ich muss die Treppe noch fertig machen. Alter, die Rechte sehen einfach mal. Oh, der hat auch sogar ein Alu. Der sieht auch so schön aus. Wo seid denn ihr hin? Seht ihr? Bei Rama. Da den Berg hoch. Da muss man mal sagen, wo haben wir das Ei. Wohin willst du es denn haben? In die Ecke. Okay. Ja, da oben ist ein Feuer. Ja, aber da muss man aber gut zielen. Warte mal, bin ich das? Ich bin das Weibchen, ne? Ja. Okay. Na gut. Ah, uiuiuiui. Action! Guti, ich mach mal Mating an. Bei mir. Das ist ja Spinnies, die ganz neue. Wobei, ein Kind hat sie, glaube ich, schon gemacht, wenn ihr. Und bist du zufrieden? Ist noch nicht fertig. Okay. Nicht, dass du jetzt hier von Spinny dann die ganze Zeit die Babys playmst, Alter. Ja, sowieso. Dann kommt Spinny nachts mal vorbei. Und saugt ein bisschen. Oh, nee, das lasse ich jetzt. Das ist völlig falsch. Oh, fuck. Uff. Ich bin erstmal ein bisschen weg. Okay. Alles klar. Bis später. Das ist so schön, wenn man erst redet und dann denkt. Ryans Spinne ist tot? Ja, vom Meteor getroffen. Okay, das ist lustig. Also vom Vulkan oder was? Nein, Meteor in Luna-Gebiet. Oh, wie gemein. Jo, ist da. Ei. Ist da, okay. Können wir ausmachen. Sollen wir in die Richtung? Ja, also in eine Richtung, wo, ja, die macht voll Sinn, okay. Aber oben drauf im Berg war doch auch eine Note, oder? Was? Ja, ich guck in die andere Richtung, wohin guckst du? In die Mitte der Map. Da vorne ist eine Note. Auf dem Berg, die ist perfekt zu dir. Oh ja. Die andere sehe ich halt nicht. Weil die hab ich schon eingesammelt. Hier ist eine Höhle! Kommt das Lawine? Oh, kann die Alte, kann man die ausstellen, den Text? Weil die nervt übelst. Ja, weil die auch immer das gleiche erzählt. Oh, das sieht aber cool aus hier. Ja, lass mal ganz kurz reingucken. Warte. Nicht zu weit reingehen, nur gucken. Oh, noch die Glitch-Note. Ich habe halt gar nichts zum Kämpfen. Ich habe nur einen Trill. Wobei, die sollen ja auch super OP sein im Kampf. Also zumindest PvP sollen die super OP sein. Also Mobs konnte ich damit nicht attackieren. Mit dem Drill. Vielleicht haben die das auch gepatcht, dass das keinen Schaden mehr an Spielern macht oder so. Kann sein, oder? Ich glaube, das war's schon, oder? Ah, nee, da geht's weiter. Uiuiui. Naja, vielleicht, wenn das in dem Berg ist. Ah, nee, da geht's wieder raus, ne? Boah, gerade voll hell geworden.
Okay, das ist einfach nur ein Durchgang. Da ist eine Glitchnote am Ende. Die habe ich schon. Die hast du schon? Mhm. Hol ich wieder, oder? Okay, dann. Krasse Höhle. Komplett erkundet. Wo steht er denn? Draußen vor der Tür. Ich sehe ihn. Halt lang in erster Linie. Aber ein bisschen breit. Ja, aber so platt halt. Ja. Das sieht mega cool aus, ey. Also, eigentlich cool mega aussehen, tut er. Eigentlich mega hot. Das ist ein heißer, langer Junge, ist er. Ist das ein Junge? Guck mal, das Ding ist halt auch, ich habe erstmal nach einem Sattel gesucht, schon mal drin. Und hab da so einen gefunden, in Case im Schrank. Erstmal gejoinkt. Ey! Ja, dann kannst du für deinen haben, wenn dein Magmajit fertig ist. In 3 Tagen. Ja. Kannst, guck mal, das kann ich anmachen. Ist ihm warm. Er brennt, pass auf. Hä, das kann der jetzt schon? Ja, das kann er schon als Baby. Mach nochmal. Dann schmelzt der Metall, oder was? Anscheinend. Haben wir mit, warte, echt? Ich schon mal kurz Metall hier. Kurz im Shop hier. Mach mal rein. Ach. Bestimmt, das geht bestimmt bei dem so schnell wie bei einer Industrial Forge, deswegen dauert der so lang, oder? Geht es? Nein, nein. Geht's nicht. Dafür braucht er wahrscheinlich kein Holz oder so. Ja, das nee, er braucht aber Food dafür. Ja, aber du willst ja eh, dass er überlebt, oder? Wie? Ja, du willst ja eh ihm Essen geben. Guck, eins ist fertig, das geht so schnell wie eine normale Forge. Normale Forge, ja. Okay, dann stellen wir davon dann also später 40 nebeneinander. Alles klar. Du machst die Feeling Drops dann aber voll jeden Tag, ne? Mhm. Die 10 Stück. Wenn er groß ist, braucht er dann immer noch dieses Zeugs zum Großziehen? Nein. Gut. Wahrscheinlich dann nicht. Braucht, dann geht das ja, ne? Na ja. Ist das wieder dunkel hier? Das machen wir nicht. Das ist ein High Level. Das liebe ich. Sowas. Kennt ihr das? Mach mal Licht, Fackel, ins Inventar, Fackel ausrüsten. Puh, kaputt. So, und die sind hier 100% sicher, oder was, die Füchis? Theoretisch ja. Oh, nice, du hast hier, also man sieht es noch ganz schlecht, aber hier unten ist überall Wut. Wie geil. Und kann man die aufmachen, die Plattform irgendwie? Nein, das ist nur zum Breeden da, nicht zum Reinschwimmen und safe sein. Aber theoretisch gibt es so diese Falltüren, funktionieren nicht auch unter Wasser? Ja, funktionieren die. Würden die da durchpassen? Die geht's halt nur aus Stein. Also wenn ich das mache, dann müsste ich das alles auch aus Stein auskleiden. Hm, okay. Jo Leute, guckt mal, da die Treppe, die es gestern nicht gesehen haben. Die habe ich angefangen gestern. Also da ist Treppe und da ist Treppe. Und das Ziel ist, die Treppe soll bis zur Plattform runtergehen. Und dann da oben kommt dann entweder Base hin oder einfach unser Posten zum Ressourcenfarm und wir bauen die Base weiter unten hin oder so. Ja. Irgendwie so. Sieht übel geil aus, die Treppe. Dankeschön. Mhm. Freue ich mich. Gestern dreimal neu angefangen irgendwie und 4 Stunden nur diese Treppe hier gebaut und die soll halt so rustikal aussehen irgendwie. So in diesem sieht sick aus. In diesem Stil will ich die halt jetzt noch weiter runterbauen. Die sieht fick aus. Nee, ich finde die wirklich geil. Schön an den Berg rangeschmiegt, wie so eine gleich abbrechende Treppe. Ja, genau. Irgendwie in keine Ahnung, hier Timbuktu auf dem Hügel oder so. Vor allem sieht das hier oben, ne? Wenn die Bäume weg sind, ist es voll idyllisch, auch wenn es nur ein kleiner Spot ist. Wir müssen halt nochmal gucken, dass wir noch Plattformen irgendwie freischalten. So, das wäre noch nice. Also Cliff-Plattform Operation quasi. Mhm. Kann man die nicht bauen? Engram. Kannst gar nichts bauen. Wir müssen das Engram irgendwie freischalten. Müssen wir uns überlegen, wie wir das machen, cool. Wir könnten clustern, wir können eine Mod runterladen, müssen wir uns überlegen. Hat vielleicht jemand Lust, Eier mir zu zeigen, wie man die Eier holt so? Eier holen? Achso, nee. Ja, kannst du mit Neon machen. Macht Spaß. Ich hab das bis jetzt noch nie gemacht. Ja, Neon ist halt voll der Känguru Pro, ey. Känguru, ja. Ist halt echt so, Mann, also. Wie gesagt, ich komme mit dem Scheiß wie nicht mehr auf dem Dach von der Base drauf. Aber Hauptsache mit den Blattziekern kommst du klar. Geht so, aber wird besser. Das ist mein Problem bei Kängurus tatsächlich, insgesamt saß ich vielleicht 5 Minuten auf einem Känguru und 10 Minuten drauf. Hast du nicht bei Dingens? Revival 3? Das mache ich immer im Sack. Ich bin immer im Sack beim Känguru. Ja, wenn es um Metal Farm geht, dann gehe ich in den Sack, halt eine Maustaste gedrückt und chill. Naja. Da wirst du auch nicht besser. Ich mache irgendwann mal Känguru-Trainingssession. Ich baue mir ein Parcours oder so.
dann geht's ab. Gut, wir porten jetzt mal schnell. Also aus dem Teleporter würde mir mega den Spaß verderben. Weil man sich damit alles viel zu einfach macht. Auch wenn hier das ein bisschen buggy ist oder so, aber versuche ich lieber damit klarzukommen. Ich hätte ihn in den Tag gehabt. So, wir haben noch 2 Minuten. Ich pack's mal kurz ein eben. Haben wir denn noch dieses Walfutter-Zeugs, ne? Shit. Ja. Genüge haben wir eigentlich noch davon. Im Kühlschrank ist nichts. Das ist hier im Kühlschrank. Das ist richtig. Okidoki. Wie viel brauchst du denn am Anfang? Ein 1. Ich hab noch 4 genommen. So, Leute. So, Magma Vieh kommt gleich. Das ist. Hey, du. Hey, du. Schnipp. 7300 HP. 1000 Stamina, 187 Melee Damage. Ganz schön schlecht, oder? Melee Damage ist generell ganz schön low bei denen. Also das höchste ist 200, was wir hatten bisher. Passt nicht. Muss nach oben werfen. Ist das, ertrinkt der hier? Das Wasser ist voll tief. Sollte eigentlich nicht ertrinken. Muss mal aufs Oxygen gucken. Eigentlich müsste er gehen. Hey. Oxygen. Nee, sieht gut aus. Ey, 100%. Nice. Aber ist noch nicht fertig. Hm, ganz schön Tempo drauf, ey. Also, was mag mein Vieh? Oh. Kann, nice. Ich kann Steine farmen. Versuch mal Metal. Ich kann Holz farmen. Ja, ich versuch Metal, wenn ich da hinkomme. Der macht direkt Eisenbarren wahrscheinlich draus. Oh, ist ja cool. Ich möchte mal was schießen. Warte mal. Wir müssen hier hindrehen, richtig? Ah. Du brauchst ja von dem Futter, oder? Zum Schießen. Oh, ich kann. Ich lad auf. Oh ja, man sieht's. Lad mal. Junge. Boah. Direkt auf unsere. Das ist übrigens Friendly Fire an. LOL. Ja. Du hast unsere Struktur kaputt gemacht. Oh. Ups. Hm? Noch so zäh. Und die machen auch an Turret-Schaden, ne? Deswegen sind die gerade so ein bisschen OP, ne? Hab ich hier für einen Buff? Ah, ich kann auch nicht eingefroren werden. Wenn ich das mache. Eingefroren? Eigentlich müsstest du dir damit auch im Wintergebiet immer warm sein, wenn du drauf sitzt, oder? Vielleicht. Puff. Kannst du dich jetzt zu meiner Base porten, da sind Metall in der Nähe. Da kommst du auf jeden Fall hin. Okay. Port ich mal. Ja, rauchen ist, ey, wenn er läuft. Ach. Ich bleib sogar drauf stehen auf dem Viech, wenn ich absteige. Also Südwest, ne? Jo. Das sieht interessant aus. Was ist denn der kleine Buchse da? Also auf jeden Fall sind die mega stylisch, die Viecher.